Jetzt ziehen wir kurz die Armada hier ab. Das ist ja das Pontiac. Ich zeige jetzt nochmal schon die parkenden Autos. Hier in Sonderhofen bei dem Riedenberg Classic 2023. Einfach was so abfilmen. Geht jetzt endlich mal gleich zum Essen, weil bin schon eine Stunde drüber. Meine Frau kocht schon. Aber anderweitig nichts essen, sondern innerlich. Deswegen muss ich ja fertig werden. Schaut euch diese schönen Autos an, Bahnen, Bulli Bulli. Unglaublich. Aber kurz zurückschwenken. Corvette. Richtig geiler Bulli. Was wir haben wir ja. Porsche. Jetzt ist ja alles voll. Mitten in Sonderhofen bei Würzburg. Und da ist das tolle Modell, wo ich vorhin nur kurz filmen konnte, ein BMW. Ganz spezieller, den habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Ganz, ganz seltenes Modell. Schaut euch das an. Toll, ne? Süß. Klein, aber fein. War vielleicht damals eine italienische Kombi mit BMW. Und BMW ist ja vielleicht so eine Art. Das ist schon ein recht kleines Auto, aber ich kenne es auch nicht. Wisst ihr nicht, wie das Modell jetzt heißt? Da nochmal Ford Mustang 2x2. Also da kriege ich heute richtig guten Stoff zusammen, also besser geht's gar nicht. Da haben wir ein schönes Ende oben, den Strandkorb könnte man meinen. Rot, weiß. Porsche, dann 202, den habe ich glaube ich mal gesehen. Sehr schöner Porsche. So, goldener Porsche 924 oder 44er Turbo. Käfer, mal BMW, mal 202er. Manda GSI, haben schon mal gesehen. Ja, ein schöner blauer Ende, der habe ich vorhin schon mal gesehen, mit Zitronen. Dann der Lancia Fulvia müsste es sein, soweit ich weiß. Schon mal in Würzburg gesehen, glaube ich, so eine Art. Ja, ist in Würzburg hier, kenne ich, gut. Gesehen. Mit dem Bord gemacht, oder? So, auch noch ein cooles Auto. Da ist wieder der Martini Lancia Integrale. Neben dann der Alfa Romeo GTA Verdone. Soweit ich weiß. Rückblickend, so schöne Autos. Schau ich diese wunderschönen Bilder an. Krass, 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 krass. Da war ein schöner BMW, muss ich gerade im Motor reingucken. Wunderbar. Ist der Motor offen. So, da geht es so weiter hier. Also ja, jetzt steht jetzt alles voll. Also so ein Hof hat auch noch ganz schön Platz. Ja, der Käferarmada. Blau, weiß, blauer geschlossen. Capri und dann nochmal so spezielle Türkisfarbe. Dann haben wir hier. Wir haben einen Corvette, Sharknose oder Stingray, Sharknose. So, da haben wir den wunderschönen goldenen Porsche Targa, den ich vorhin schon beim Fahren gefilmt hatte. Jetzt muss ich da nochmal überschwenken. Das sind aber schöne Batterie. Da ist ein MG, Mercedes, also der Spider. Da ist dieser schöne Opel Manta. Das müsste ein Manta sein, also kein S, aber ein Manta. Habe ich gesehen. So. Okay. Da ist ein wunderschöner Porsche Targa 911T, also Targa, tolle Farbe. Aber oh, lila farbener, ja, ein schwarzer Porsche Turbo. Hier nochmal der Lotus. Da der Giulia, einfach mehr Spider. Nicht Spider, sorry. Einfach Alfa Romeo Giulia.
Porsche 24, dann nochmal Renault Alpine. Da haben wir noch mal den EDZ8 und da ist nochmal der Rallye Classic Racing Team mit Igelhaut. So, und da ist das jetzt hier. Erstmal vor ist das Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, dann gebt mir einfach ein Like. Teilt es weiter oder abonniert mich. Ich mache jetzt so ein kleines Special von dem speziellen grünen BMW. Und wie gesagt, vielleicht kommt ja noch was, ich weiß es nicht genau. Es wird ja immer geheimer mit diesen Ultramar-Treffen. Deswegen, ich kann es euch nicht versprechen. Okay, ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Johannes Pontiac. Johannes TV Würzburg oder Jojo TV Würzburg. Und der mich halt freut, wenn er mich über, ja, anklickt oder euch anschaut, weiter teilt eben, empfehlt eben. Dann bis bald und viel Spaß beim Wagen gucken. Ich sage, es kommt gleich noch ein richtig geiles BMW M 202 Special. Einen richtig geilen BMW, da ist er schon. Ich zeige mal kurz mal. Da wird es dann gleich was geben von mir. Richtig cooles Teil. Also gut, ihr wisst Bescheid. Bis bald, euer Spotter. Ciao, ciao. Ciao.